So, zurück von der Untersuchung, von der letzten Untersuchung, wegen meiner wieder aufgetretenen Haut- und Narbensarkoidose. Und einige von euch haben gesagt, ich soll sie auf dem Laufenden halten. Und da ich nicht jeden anschreiben möchte, mache ich das jetzt über dieses Video. Meine Lieben, also, letztes Jahr habe ich mein Hydrochloroquin abgesetzt. Das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Der erste Grund war, ich möchte nicht mein Leben lang Hydrochloroquin fressen. Dieses Medikament ist nicht gerade ungefährlich. Das wollte ich einfach nicht. Der zweite Grund war, dass ich doch ein bisschen Schiss hatte, was das Hydrochloroquin im Zusammenspiel mit der Impfung macht. Ich bin letztes Jahr dreimal gepikst worden und da hatte ich ein bisschen Schiss, dass das vielleicht irgendwie ja, sich gegenseitig beeinflusst oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich es Mitte letzten Jahres abgesetzt, nachdem ich fast seit Mai 2019 habe ich das Hydrochloroquin genommen. Und ich drehe es hier um. Der Weg ist jetzt. So. Also. Und hatte meine Sarkoidose damit in Schach gehalten. Also sie war weg. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass sie nicht nur im Schach gehalten wird, sondern weg ist. Das war aber leider ein Trugschluss. Jetzt, nach einem halben Jahr, ist sie halt wieder da. Ich habe es gemerkt, weil mir die Sachen hier wieder rauswachsen. Ja, hier. Und weil es wieder wehtut, wenn ich mich an den Narben anschlage. Und natürlich habe ich es am Ellbogen gemerkt, weil da die Narben wieder so wulstig wurden. Da habe ich es natürlich auch gemerkt. Und habe dann gedacht, okay, dann war das vielleicht doch ein Fehler. Und habe jetzt insgesamt ein bisschen gehofft, dass der Doktor sagt, ich bin beim Dr. Wilfert in Krickling, sagt, ja, wir machen jetzt mal eine Kortisontherapie. Nein, es gibt keine Kortisontherapie, es gibt Hydrochloroquin. Das ist jetzt anscheinend die angesagte Therapie bei Sarkoidose. Zunächst musste aber was abgeklärt werden, nämlich, habe ich es wirklich nur an der Haut oder sind auch andere Organe betroffen? Es ist ein anderes Organ betroffen, nämlich die Lunge. Ich habe also auch Knötchen, Sarkoidoseknoten in der Lunge. Ohne Behandlung ist es, ja, aber da ich ja in Behandlung bin, nämlich mit dem Hydrochloroquin habe ich heute wieder zum ersten Mal genommen. 400 Milligramm morgens, muss man über 3 Monate machen. Und dann wird das reduziert auf 200 Milligramm morgens und abends. Und ich vertrage es recht gut. Ich habe es beim ersten Mal recht gut vertragen. Und hoffe jetzt natürlich, dass ich es auch beim zweiten Mal recht gut vertrage. Im Grunde ist es aber Kacke. Ja, es ist im Grunde, ist es. Ey, Alter, ehrlich jetzt, ey. Ehrlich jetzt. Weißt du, das sind einfach Sachen, wo ich dann manchmal, wo ich wirklich manchmal halte ich inne und denke, warum ich? Warum zum Teufel krieg ich Sarkoidose? Was ist denn da? Warum blinken die mir alle? Was ist denn mit mir? Mir hat vorhin schon einer geblinkt. Naja, der kannte mich vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch das Licht kaputt. Muss mal gucken gleich. Irgendwas ist ja. Warum ich? Ich glaube, wenn ich aufzähle, welche Krankheiten ich nicht habe, bin ich schneller fertig. Aber es bringt ja alles nichts. Ja, man muss damit leben. Man muss das jetzt behandeln, sonst ist es nicht gut. Unbehandelte Sarkoidose führt zum Tod. Deswegen wird es jetzt behandelt. Wir haben es wieder rechtzeitig entdeckt. Die Knoten in der Lunge sind nicht bedrohlich. Ich habe auch keine Atemnot oder irgendwas, dass ich jetzt sagen müsste, boah, ich muss jetzt wirklich, habe ich nicht. Und jetzt einfach
abwarten, ob es Hydrochloroquin wieder anspringt, ob die Dosis reicht, ab wann ich die Dosis runtersetzen kann. Ich sehe es ja dann, wenn die Narben hier, wenn das wieder zurückgeht, dann sehe ich ja, dass es hilft. Und aber auch der andere Marathon geht wieder los, nämlich der Ärztemarathon. In den ersten 3 Monaten musst du wirklich alle 14 Tage zum Arzt. Du musst alle 14 Tage die Lunge kontrollieren, du musst alle 14 Tage dein Blut kontrollieren und du musst alle 14 Tage zum Augenarzt. Und wenn die 3 Monate rum sind, musst du es nur noch alle 3 bis 6 Monate. Weil dieses Medikament einfach nicht ungefährlich ist. Es hat unfassbare Nebenwirkungen. Am besten, wenn ihr Sarkoidose habt und ihr kriegt Hydrochloroquin, lest euch das am besten gar nicht erst durch. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich 2019 gesagt habe, den Scheiß nehme ich nicht, mache ich nicht. Und die mich dann aber in Würzburg in der Uniklinik überredet haben, dass sie gesagt haben, komm, wenn sie Nebenwirkungen haben, können sie es immer noch absetzen, dann kriegen sie was anderes. Ich habe das Glück, dass ich jetzt außer der Lunge keine weitere Beteiligung, ich habe nichts am Herz, keine Knötchen am Herz. Ich habe eine Fettleber von den vielen Medikamenten, die ich nehme. Meine Milz ist vergrößert. Ich habe eine Zyste in der Niere. Aber keine Sarkoidose-Beteiligung. Außer in der Lunge. Hatte ich letztes Mal aber auch schon in der Lunge. Ich habe das seit 2009. Da habe ich das zum ersten Mal bekommen. Und da hatte ich noch keine Lungenbeteiligung. Inzwischen habe ich Lungenbeteiligung. War letztes Mal schon. Also von daher. Ja, was soll ich da machen? Wir lassen uns nicht unterkriegen, ganz einfach. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Mein Hausarzt hat immer gesagt, der Herr Schröder, Ernst Schröder, mit der Krankheit kann man 90 werden. Dann wollen wir mal 90 werden. Ne? Ciao.